Herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria Wien gegen den RZ Belitz WRC. 3:5 der Endstand und damit auch gleichzeitig für uns die Qualifikation für die Meistergruppe. Roman, ein kurzes Fazit zum Spiel aus deiner Sicht. Ja, 5:3 gewonnen. Viel passiert in 90 Minuten. Wir sind, finde ich, gut ins Spiel gestartet, sind aber relativ rasch in Rückstand geraten, haben aber dann für mich einen sehr, sehr guten Fußball gespielt nach vorne, speziell die Offensivabteilung vorne mit den Individualisten, mit Peretz, Lindl, Röcher sensationell gespielt heute. Also wirklich tolle Leistung mit 3:1 in die Pause. Nach der Pause bald einmal das 4:1 gemacht. Danach ein bisschen die Ordnung verloren. Dann ist die Wiener Austria zu 2 Toren gekommen, ohne jetzt wirklich große Chancen herausgespielt zu haben. Aber es war so. Dann haben wir uns hinten wieder gefunden, nichts mehr zugelassen und dann das 5:3. Also ich glaube, mit dem haben wir dann alles entschieden. Aber im Großen und Ganzen jetzt nach 3 Spielen 20 Tore, recht ein guter Schnitt von dem her. Aber das Wichtigste sind die 6 Punkte, die wir jetzt in den 3 Spielen gemacht haben und dass wir uns für oben qualifiziert haben. Gut, Fragen? Beim 4:3 schon ein bisschen Nervosität gespürt. Gezittert habe ich, aber es war wegen dem Wetter. Mir war eiskalt. Nein, ich habe mir da keine Sorgen gemacht, weil vom Gefühl her, ich war überrascht, dass wir die 2 Tore gekriegt haben, weil die eigentlich aus nichts gekommen sind. Für den Grünig freut es mich natürlich, dass er ein Tor schießt, aber nicht gegen uns. Aber ich habe da jetzt keine Angst gehabt, dass wir da wirklich noch den Ausgleichstreffer kriegen. Und wir haben dann eigentlich tolle Kontermöglichkeiten noch vorgefunden, die wir dann auch nicht so richtig fertig gespielt haben. Aber auch wieder so eine Partie, wenn es dann am Schluss 7:3 ausgeht, kann man nichts sagen. Für dich besonders emotional jetzt da, das endgültig den Deckel drauf zu machen beim Ex-Club, bei dem Club, für den du gespielt hast, den du im Trainerstab warst? Nein, also noch lieber wäre es mir gewesen, wenn wir es letzte Woche schon gemacht hätten. Dann hätten wir ein bisschen mehr Ruhe gehabt unter der Woche, aber da geht es überhaupt nicht um meine Person und das war ein Spiel eigentlich wie jedes andere da. Nein, also die Gedanken waren, dass wir gegen Wartens nicht aggressiv waren, dass wir keine Zweikämpfe gewonnen haben und somit wollten wir mit 2 Sechsern, also zum Straznikai, den Wuschi, Wernitznik dazu, dass wir da Stabilität kriegen. Und auf der anderen Seite der Eli Peretz, der jetzt wieder fit war, der ein paar Kurzeinsätze gehabt hat, der hat im Training wirklich aufgezeigt und dem wollten wir die Chance geben, dass er mal spielt. Und für die Offensive, also mit Jovelic, Lindl, Peretz und Röcher, die 2 Sechser, dass wir da das irgendwo abschotten können von hinten. Das waren die Grundgedanken der Umstellung. Ein ganz kurzer erster Ausblick auf die Meisterrunde. 3 Punkte hinter Sturm, 5 Punkte hinter dem dritten Platz, der ja in den letzten beiden Jahren zweimal da war. Ja. 10 Runden machbar? Klar, ist machbar. Jetzt heißt es einmal durchschnaufen und dann werden wir uns vorbereiten. Also ich glaube, morgen ist schon die Auslosung, dass wir dann gleich mal wissen, gegen wen es geht und wo wir spielen. Und dann werden wir uns voll darauf vorbereiten. Also die Jungs, glaube ich, sind jetzt wieder hungrig und bissig, haben schon in der Kabine drinnen ein paar Ziele ausgesteckt und die heißt jetzt zu verfolgen und an dem werden wir jetzt hart arbeiten und Punkte sammeln. Apropos Schnaufen, wie schaut es jetzt aus? Ich denke, wir haben mal ein Länderspiel passen. Die nächsten Spiele haben sofort dort freizugeben und wie schaut denn die Relegation aus jetzt in diesem 14 Tagen? Ja, wir waren jetzt die letzten
Tage oder letzten Wochen Thema, die Balance zu finden zwischen Regeneration und Belastung, weil die Jungs armiert sind, das ist klar, nach den Strapazen der letzten Wochen und Monate. Wir werden es jetzt so machen, die Jungs kriegen jetzt einmal 2 Tage frei, dann werden wir intensive Trainingstage machen und dann übers Wochenende noch einmal frei und dann bereiten wir uns auf das Spiel vor. Also das ist mit den Fitnesstrainern und mit der medizinischen Abteilung so abgesprochen. Für mich ist das Schlagwort so, die Balance jetzt zu finden zwischen Belastung, neue Reize setzen, aber es ist auch mal wichtig, dass sie körperlich, aber für mich noch wichtiger, mal den Kopf freikriegen, dass sie ein paar Tage abschalten können. Auch kein Trainingsspiel? Trainingsspiel machen wir am Freitag gegen NK Domschale in Wolfsberg, aber das ist hauptsächlich für jene Spieler, die jetzt weniger gespielt haben oder gar nicht gespielt haben oder verletzt waren. Also die Spieler, die jetzt genug Spiele in den Beinen haben, trainieren dann nur am Freitag. Einige sind ja gar nicht da. Und 4 sind gar nicht da, weil es bei den jeweiligen Nationalteams sind, ja. Wochenende frei heißt Samstag, Sonntag frei. Wochenende, Samstag, Sonntag ist frei, ja. Und vielleicht gebe ich Montag auch noch frei. Aber weil da haben die Frisiere geschlossen. Aber du willst Skifahren gehen, oder was hat er früher an der Skifahren? Nein, meine Tochter hat. Nein, Blödsinn. Nein, es ist nicht jetzt. Also, nein, es ist frei, weil frei ist. Aber meine Tochter hat österreichische Skimeisterschaften. Ich möchte dann in meiner freien Zeit zuschauen gehen. In Kärnten? Auf der Gerlitzen, ja. Also, großes Ziel ist einmal, in den europäischen Bewerb zu kommen. Das haben wir uns jetzt als Ziel gesetzt und da werden wir jetzt alles unternehmen, dass wir das schaffen. Gut, gibt es noch Fragen? Perfekt, dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen restlichen Sonntag.